Michael Pock von den NEOS ist schon am Wort. Bevor ich eingehe auf den Petitionsausschuss, möchte ich doch zwei Punkte auch richtigstellen, die von den Freiheitlichen hier im Plenum genannt wurden. Der erste Punkt sei, dass wir tatsächlich keine politischen Diskussionen im Ausschuss führen und alles zur Kenntnis nehmen. Dem ist nicht so. Ich habe im ersten Jahr durchaus sehr hitzige Debatten erlebt. Ich glaube, die Hypo-Petition ist uns allen noch gut in Erinnerung. Das war sicherlich eine politische Diskussion. Wir haben auch zuletzt, daran müssen sich auch die Freiheitlichen erinnern, sehr intensiv über die Zusammensetzung der Bundeshymne diskutiert. Das heißt, es ist ein politischer Ausschuss und es wird sehr genau durchdacht, wie wir mit den Petitionen umgehen. Der zweite Punkt scheint auf Unwissenheit zurückzuführen zu sein. Wenn der Petitionsausschuss einen Sammelbericht hat, sitzt deswegen kein Minister und keine Ministerin hinter mir in der Regierungsbank, da tatsächlich die Verantwortlichkeit bei der Nationalratspräsidentin liegt. Das ist der wesentliche Punkt. Nun aber zu den Inhalten. Ich war zu Beginn der Woche bei der Tagung der deutschen Petitionsausschüsse, wo unter anderem Österreich, Südtirol, Luxemburg und die Slowakei vertreten waren und habe hier sehr viele Eindrücke mitgenommen, die ich hier mit Ihnen teilen möchte. Zum einen ist es so, wo stehen wir, wo stehen andere Petitionsausschüsse? Ich denke, wir können hier viel lernen, gerade was das Beteiligungsmodell, aber auch was die Kompetenz betrifft. Es ist das Selbstverständnis des Petitionsausschusses als Instrument der Bürgerinnen und Bürger. Hier sind wir auf Augenhöhe, hier haben wir durch viele und zahlreiche Diskussionen bereits bewiesen, dass wir intensiv daran arbeiten. Die Zusammenarbeit in den Petitionsausschüssen ist durchgehend von hoher gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Auch hier können wir noch mit und der Rest der Liste ist dann leider nicht mehr ganz so glorreich. Der Ausschussdienst im Deutschen Bundestag, vergleichbar mit der österreichischen Parlamentsdirektion, ist finanziell und personell gut aufgestellt und mit direkten sachbezogenen Kompetenzen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Einholen von Stellungnahmen, der direkten Klärung mit zwei Abgeordneten, einem Regierungs- und einem Oppositionsabgeordneten und zu einer raschen Lösung einer Anfrage, zu einer raschen Lösung einer Petition bzw. Bürgerinitiative zu kommen. Gut ausgestattet bedeutet, wir haben nicht ein Siebtel, sondern wir haben knapp ein Hundertstel dessen, was der Deutsche Bundestag hat. Und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten hier sehr intensiv in der Parlamentsdirektion. Die Kompetenzen des Petitionsausschusses gehen über das bloße Kenntnisnehmen oder das Zuweisen an Fachausschüsse hinaus. Anliegen, die direkt und unkompliziert gelöst werden können, werden in einem Vier-Augen-Prinzip gelöst. Ich glaube, wir könnten unsere Kompetenz deutlich erweitern, wenn wir das Berichterstattersystem ändern. Es ist so, dass die Abgeordneten im Petitionsausschuss ja weitere Kompetenzen haben und nicht nur in diesem Ausschuss arbeiten. Das bedeutet, Themen wie Bildung oder Asyl, Sicherheit und all die anderen Themen, die uns betreffen, Kultur, wären durchaus in einer ersten Instanz rasch lösbar. Die Petition ist kein parteipolitisches Instrument. Das bedeutet, eine Petition kann natürlich von einem Abgeordneten eingebracht werden, allerdings ausschließlich als Bürger oder Bürgerin und nicht in seiner Mandatsfunktion. Auch hier ist ein großer Unterschied und die Gleichstellung wäre hier ratsam. Es gibt eine hohe Zahl von Ausschusssitzungen pro Jahr. Das Land Brandenburg ist hier anscheinend Deutschlandmeister. Wir tagen und wir haben uns hier gerade auch verbessert. Ich nehme an, zwischen 5 und 7 Mal pro Jahr. Im Land Brandenburg wird 48 Mal pro Jahr der Petitionsausschuss getagt. Es ist ein Arbeitsausschuss, der beinahe jede Woche tagt. Er ist kürzer, aber es ist dadurch garantiert, durch eine raschere Lösungskompetenz, tatsächlich innerhalb von 1, 2, 3, 4 Wochen den Bürgerinnen und Bürgern eine Antwort zu geben. Nicht bei jeder komplexen Materie, aber bei einfacheren Anliegen, die sofort lösbar sind, ist es tatsächlich machbar. Laufende Diskussionen über die Möglichkeit, den Petitionsausschuss auch bei einer länger andauernden Regierungsbildung nach einer Neuwahl weiter tagen zu lassen, damit es zu keiner Wartezeit bei Petitionen und Bürgerinitiativen kommt. Auch das wäre ein Thema, das wir diskutieren können, wo wir noch nicht so weit sind. Eine Diskussionskultur, wo derzeit auf allen Petitionsausschüssen Online-Plattformen hinterlegt sind. Das bedeutet, zu jeder Petition, zu jeder Bürgerinitiative, die tatsächlich eingebracht wird und auch online gestellt wird, ist eine öffentliche Diskussion möglich, wo Abgeordnete natürlich mitdiskutieren können, aber grundsätzlich ist eine Diskussion in der Gesellschaft. Es gibt hierzu bereits Studien, die erstellt wurden. 92% aller Kommentare dort sind positiv und inhaltsgetrieben. Das heißt, eine große Angst vor einer Eskalation ist unbegründet. Auch hierzu bräuchten wir im Parlament mehr Ressourcen. Gute Vernetzung aller Petitionsausschüsse, Bürger, Beauftragten und Ombudsleute. Ich habe den Ombudsmann des österreichischen Petitionsausschusses des Bundesrates in Deutschland kennengelernt. Er wurde mir davor nicht vorgestellt. Auch die Bundesländer kennen wir noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir hier auch abseits der Geschäftsordnung vernetzen können, dass wir innerhalb der Parlamentsdirektion investieren können, bürgernäher sein können. Und all das bringt mich zu der Frage, wir haben im
Artikel 11 unseres Staatsgrundgesetzes, ähnlich wie in Deutschland übrigens, von 1867 festgehalten. Das Petitionsrecht steht jedermann zu. Jedermann natürlich, heute würde man auch jeder Frau sagen. Die Frage für uns Abgeordnete ist, wie gehen wir mit diesem Auftrag um? Welche Werkzeuge haben wir? Und es ist keine Frage der Ideologie, ob links, rechts oder ganz rechts. Es ist tatsächlich eine Frage, die wir uns als Abgeordnete stellen müssen. Welche Zukunft hat der Petitionsausschuss, wenn wir tatsächlich es nicht schaffen, die Bürgerinnen und Bürger mehr einzuladen, mehr Kompetenz zu erreichen und eine zeitnahe Lösung auch zu finden? Ich bitte um eine gemeinsame Arbeit in dieser Sache. Dankeschön. Mehr Ausschusssitzungen des Petitionsausschusses fordert Michael Pock von den NEOS. Dadurch könnte man Bürgeranliegen schneller behandeln, gegebenenfalls rascher für Verbesserungen sorgen und wäre damit schlussendlich auch bürgernäher.